Hallo zusammen, hier eine neue Aufgabe. Es handelt sich um die Aufgabe 7 aus dem November 2005. Ja, ihr könnt das Video wieder genau an dieser Stelle anhalten und die Aufgabe lösen. In Frage A geht es um die kritische Stückzahl. Die kritische Stückzahl berechnet sich an dem Punkt, an dem die Kostenfunktion beider Verfahren gleich hoch ist. Also an dem Punkt, an dem die Kosten für beide Verfahren die gleichen sind. Die Kostenfunktion setzt sich zusammen aus fixen Kosten und variablen Kosten. Schauen wir uns das beim Verfahren 1 der Automatenfertigung genau an. Was sind die fixen Kosten? Die fixen Kosten sind zum einen die Werkzeugerstellung. Das Werkzeug benötige ich, ob ich ein Teil, zwei Teile oder mehrere Teile herstelle. Dementsprechend ist es nicht von der Stückzahl abhängig und ich nehme die 1800 als fixe Kosten hier auf. Des Weiteren muss ich die Maschine rüsten. Auch diese Rüstzeit und deren Kosten fließen natürlich ein, egal ob ich ein, zwei oder mehrere Teile produziere. In diesem Fall im Verfahren 1 600 Minuten oder 10 Stunden, weil die Stunde 60 Minuten hat, sind einmal dieser Faktor 10 und die Kosten pro Stunde fallen an mit 24 und 78 Euro, Fertigungslohn und Maschinenstundensatz, insgesamt 102. Ergibt für die fixen Kosten in Verfahren 1 1800 plus die 102 mal 10, 1020, ergibt insgesamt 2820 fixe Kosten. Dazu kommen jetzt noch die variablen Kosten. Die variablen Kosten in der Aufgabenstellung des Fertigungsmaterial ist ja schon pro Stück genannt, bedeutet diese 0,5 kann ich einfach übernehmen als Fertigungsmaterial. Weiterhin benötige ich aber auch noch die Maschine, nämlich 5 Minuten pro Stück. In einer Stunde kostet die Maschine mich 24 Euro plus 78 Euro. Wenn ich jetzt sage, eine Stunde hat 60 Minuten und für ein Stück benötige ich 5 Minuten, dann kann ich das in diese Formel so übertragen und ich bekomme dann die 24 plus die 78, was meine Stunde ist, geteilt durch 60, um den Minutenbetrag zu bekommen. 5 Minuten brauche ich für ein Stück, also mal 5. Das heißt, 8,5 oder 8,50 Euro werden benötigt als variable Kosten von der Maschine plus die 0,5 vom Fertigungsmaterial, ergibt insgesamt 9 Euro pro Stück. Dies führt zur Kostenfunktion fixe Kosten, variable Kosten, 2820 die fixen Kosten plus 9 mal x, nämlich die Stückzahl, weil pro Stück 9 Euro anfallen. Genau dasselbe machen wir auch für Verfahren 2. Hier ist die Werkzeugherstellung günstiger, 178 Euro. Der Fertigungslohn und der Maschinenstundensatz sind 27 und 99 Euro. Addiert man die beiden, ergibt es 126 Euro. Und 20 Minuten sind 0,3 von 60 Minuten oder ein Drittel. Ja, das bedeutet 178 plus die 42 ergeben 220 Euro an Fixkosten. Das Fertigungsmaterial ist mit 1,40 in der Aufgabenstellung aufgeführt. Dann wieder Fertigungslohn und Maschinenstundensatz auf Minuten heruntergerechnet. Und diesmal mal 6, weil eine
Einheit 6 Minuten benötigt, um herzustellen, ergibt insgesamt 14 Euro pro Stück oder die Kostenfunktion 220 plus 14 mal x. Und wir haben gesagt, die kritische Stückzahl befindet sich dort, wo die Kostenfunktionen gleich sind. Also setzen wir die Kostenfunktionen gleich. Im ersten Schritt bringen wir die 220 Euro auf die andere Seite mit minus 220 Euro. Also 2820 minus 220 ergibt die 2600 und die 9x auf die andere Seite gebracht ergibt 14 minus 9x 5x. Die 5x auf die andere Seite 2600 geteilt durch 5 ergibt ein x von 520. Diese 520 ist die kritische Stückzahl. Hier erzeugen beide Verfahren den gleichen Kostenwert. In Teilaufgabe B sind jetzt die Gesamt- und die Stückkosten gefragt für 600 Stück bei beiden Verfahren. Wir nehmen die Kostenfunktion aus Teilaufgabe A und setzen nur für die Stückzahl die 600 aus der Aufgabenstellung ein. Das ausgerechnet ergibt für die Automatenfertigung 8.220 Euro Kosten, Gesamtkosten und für das Verfahren 2 8.620 Euro. Auch hier wieder nur die 600 eingesetzt. Jetzt ist noch die Frage nach den Stückkosten. Ich produziere mit den Gesamtkosten 600 Stück. Das heißt, ich muss die Gesamtkosten nur noch durch 600 teilen. Dann erhalte ich die Stückkosten. Einmal für Verfahren 1 und einmal für Verfahren 2. In Verfahren 1 13,70 Euro. In Verfahren 2 14,37 Euro.